Guten Morgen. Ich wollte euch mal meine Haare zeigen, wie die aussehen, wenn die ungeglättet sind. Und ja, jetzt glätte ich mir die gleich und dann zeige ich euch mal, wie das glaube ich aussieht. Bis gleich. So, jetzt sind meine Haare halb geglättet, weil ich keine Zeit mehr hatte. Wie scheiße sieht das denn jetzt aus? Immer diese Zeit, ne? Immer diese scheiß Zeit im Nacken. Jetzt muss ich hier nochmal gucken, weil hier ist auch nochmal, kann ich das nochmal gut erkennen. Ja, nützt mir jetzt ja nichts, muss es ja jetzt so lassen. Jetzt bin ich überhaupt nicht zufrieden mit meinen Haaren. Jetzt bin ich extra so früh aufgestanden und habe das trotzdem nicht geschafft. So, Kaffee läuft. Egal, es ist Freitag. Dennis geht's gut soweit, aber er kackt ein bisschen viel, das hätten wir nicht gedacht. Also musst du öfter mal sauber machen, ne? Hm. Er ist nicht sehr gesprächig morgens. Ich bin immer sehr gesprächig, allerdings nicht, wenn ich hinter komischen Menschen hinterherfahren muss, die die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht lesen können. Okay, wir melden uns später nochmal, ne? Tschüssi! Jetzt habe ich total vergessen, die ganze Zeit zu filmen, aber bei der Arbeit ist ja eh nichts passiert. Nee. Jetzt? Nö. Da habe ich nur geschlafen. Da ist nichts passiert. Ach so, stimmt. Das ist wie immer. Ja, das ist wie immer. Jetzt müssen wir eigentlich einkaufen. Ich mache ja jeden Scheiß mit, aber das nicht. Nee, einkaufen will ich jetzt auch eigentlich nicht. Was machen wir jetzt? Nach Hause. Und was essen wir dann? Essen. Okay, wir haben noch von gestern was zu essen. Richtig. Aber eigentlich müssen wir noch Brötchen haben wir auch, Aufschnitt holen und für dein Rührei morgen früh. Ja. Für dein Rührei. Für mein Rührei. Was wirst du tun müssen, wenn ich nachher arbeite? Nö, ich habe zu Hause genug zu tun. Und ich muss mich gleich erstmal umziehen, denn ich habe einen Pullover. Der ist zwar nicht jetzt so dick, aber ich habe Pullover angezogen, weil das bei uns im Raum total kalt ist bei der Arbeit. Und draußen ist es wunderschön. Ja, warm. 30 Grad und die junge Frau meint, sie muss im Pullover. Ja, aber das ist zu kalt bei uns. So, ich fange gleich an zu Hause zu putzen. Und dann melde ich mich nochmal. Wochenende, endlich. Was ist das? Dein anderer Kram. Achso, meine Akkus? Und dein Täschchen für dein Kamerachen. Cool. Hauptsache die Kaffeemaschine läuft. So, ich werde gleich putzen. Als erstes werde ich dieses Chaos hier beseitigen. Ich zeige euch das mal. Das will eigentlich keiner sehen, aber ich zeige euch das mal. Das war ich nicht. Tschüss. Alle Räume, ne? Wirklich alle Räume sehen schön aus. Man kann hier durchlaufen und jeder Raum ist schön aufgeräumt. Nur das Büro, wo dieser junge Mann hier sitzt. Ich habe halt immer viel zu tun. Ist dreckig. Ist nicht dreckig, das ist künstlerisches Chaos. So, jetzt zeige ich euch mal was. Künstlerisches Chaos, nennt man das. So. Er hat immer viel zu tun. So. Kannst du mir das mal erklären? Wollen wir nochmal zurückgehen? Er hat viel zu tun. Auf dieser Seite hat die junge Frau gestern gegessen. Ja, das ist einer. So, ja, und das war auch einer. Und da steht noch ein Becher und da liegt mein Müll. Mein Kaffeebecher, ja, und das ist der, was der ist das Kram denn von gestern, den ich noch sortieren muss. Und einfach so achtlos dazwischen steht Dennis. Nee, Dennis steht nicht achtlos dazwischen, doch, sondern hier, Dennis winkt schon. Hallo Dennis. Dieses Chaos, also
Was hat, ganz ehrlich, was hat das auf der Fensterbank zu suchen? Tesafilm und ein Maßband. Ja, wenn ich dir das jetzt erkläre, verstehst du es eh nicht. Naja, ihr seht das jetzt ja, wie das jetzt aussieht. Und dann zeige ich euch nachher mal, wie das aussieht, wenn ich das aufgeräumt habe. Und Dennis hat ganz viel gekackt. Dennis, was hast du denn gemacht? Spinnst du? Na okay, ich fange jetzt mal an, sonst bin hier gerade noch so im Fluss, ne? Komm gerade von der Arbeit, Stündchen geschlafen. Nein, Quatsch, ich schlafe natürlich nicht bei der Arbeit. Ich schon. Der Rubel muss hier rollen. Ja. Und so, dann. Mach Spätzle. Gibt's jetzt erstmal was zu. Ich habe jetzt meine Schlabberklamotten an und warte. Also meine Schlabberklamotten, Schrägstrich, Aufräumklamotten, Schrägstrich. Assi-Klamotten. Putzklamotten. Assi-Klamotten, Schrägstrich fehlt. Das ist schon hart. Hol dir eine Kiste Oettinger. Komm. Das ist schon hart. Das ist nicht hart, das ist. Aber ich muss putzen, ne? Das nützt ja nichts. Und du? Ich muss gleich arbeiten. Und das gibt es gleich zu essen: Spätzle mit. Ungarischem Würstchengulasch. Wisst ihr Bescheid, ne? Gestern. So, ich brauche noch was zu trinken. Und dann guten Appetit. Hallo! So, das Büro ist jetzt endlich fertig. Ich bin durchgeschwitzt und meine Schminke ist auch nicht mehr da, wo sie hingehört. Aber egal, ich habe das hier jetzt fertig und das Ganze sieht jetzt so aus. Der Drucker, man kann jetzt wieder drucken. Ne? Vorher lag da ja alles voll. Ich habe die ganzen Papiere wegsortiert, aufgeräumt, weggeschmissen. Dennis geht's auch gut, er hat noch ein schönes, neues, frisches Stück Paprika. Und ja, unser Arbeitsplatz, weil wir arbeiten auch viel von zu Hause aus und das muss einfach ordentlich sein, sonst kann ich hier nicht sitzen. Ja, so sieht's aus. Ich liebe meinen Mann echt über alles, aber seine Unordentlichkeit, die geht mir sowas von auf den Senkel manchmal. Wirklich, er ist wirklich mein Traummann. Ich will nicht über ihn lästern, aber er hat eine einzige Macke und sonst kann ich wirklich nichts sagen. Und das ist seine Unordentlichkeit, die macht mich manchmal verrückt. Er lässt alles hinter sich liegen, räumt nichts weg. Und deswegen habe ich jetzt einfach nur ihm hier, ich habe zu ihm gesagt, da liegt jetzt ein Kugelschreiber und Papier. Und wenn er irgendwas aufschreiben möchte, kann er das da machen. Und wenn er das nicht mehr braucht, soll er das bitte wegschmeißen, dieses Stück Papier. Ja. Und dann habe ich nämlich gerade hier aufgeräumt und packe hier in diesen Papierhaufen rein. Und dann liegt da einfach so eine Patrone rum, die war leer und da war noch vorne, hing da noch was dran. Habe ich mir meine ganzen Finger hier blau gemacht. Na, egal. Jetzt ist alles wieder schön und ich bin froh, dass ich das gemacht habe. So, es ist 10 Uhr, ich bin immer noch nicht geduscht, weil ich hier noch einiges im Haushalt gemacht habe, weil ich morgen nicht so viel machen will. Da habe ich echt keinen Bock drauf, weil ich habe Wochenende und da habe ich keinen Bock, das ganze Wochenende nur zu putzen. Deswegen habe ich das Mögliche, was ich jetzt noch machen konnte, okay, es ist schon spät, habe ich jetzt gemacht. Und ja, mein Mann ist noch arbeiten. Ich habe mir einen sehr fleißigen Mann geangelt. Und deswegen werde ich mir jetzt noch heimlich diese Nachos reinhauen. Wir haben nämlich schon seit bestimmt 3 Monaten keine Süßigkeiten mehr zu Hause, weil wir so ein bisschen jetzt drauf achten möchten. Und ja, deswegen habe ich mir die heimlich gekauft und werde die jetzt noch verputzen. Ja, und dann verabschiede ich mich, weil ich denke mal, es wird nicht mehr viel passieren, außer dass ich jetzt meine Nachos esse und dabei gucke ich das neue Video von Patricia. Patricia Page Live, kennt ihr bestimmt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, ihr Süßen. Tschüssi!